Hörst du jetzt letztendlich auf Gott oder die Priester? Auf Gott natürlich. Das wäre dann geklärt. Aber in meiner Familie glauben alle an den Herrn. Wenn ich den allmächtigen Gott annehme, verrate ich dann nicht den Herrn Jesus? Oh ja. Sind der allmächtige Gott und der Herr Jesus wirklich ein Gott? Die Frage ist leicht zu beantworten. Lasst uns seine Worte lesen, dann siehst du klarer. Ja. Gut. Setzen wir uns und reden. Gern. Ich hol den Rest der Familie. Ja. Setzt euch. Das Werk Jesu stand für den Namen Jesu und das Zeitalter der Gnade. Das Werk, das Jehova tat, stand für Jehova und das Zeitalter des Gesetzes. Ihr Werk war das Werk eines Geistes in zwei verschiedenen Zeitaltern. Trotz verschiedener Namen war es derselbe Geist, der beide Phasen vollbrachte. Das Wirken war fortdauernd. Da der Name anders war und der Inhalt des Werks auch, war das Zeitalter anders. Als Jehova kam, war es sein Zeitalter. Als Jesus kam, war es Jesu Zeitalter. Jeder Name Gottes steht also für eine Ankunft und ein Zeitalter. Er führt einen neuen Weg ein, auf dem er jeweils einen neuen Namen hat. Was zeigt, dass Gott immer neu und niemals alt ist? Und dass sein Werk nie aufhört, vorwärts zu schreiten. Vom Werk Jehovas bis zu dem Jesu und vom Werk Jesu bis zum aktuellen decken diese drei Phasen fortlaufend die Skala der Führung Gottes ab und sind das Werk eines Geistes. Seit der Schöpfung der Welt ist Gott stets damit beschäftigt gewesen, die Menschheit zu führen. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist der Erste und der Letzte und er ist der Eine, der ein Zeitalter beginnt und der, der es beendet. Es ist ganz klar ein Geist, der zu verschiedenen Zeiten und andernorts wirkt. All jene, die diese drei Phasen trennen, widersetzen sich Gott. Jetzt obliegt es dir zu verstehen, dass das gesamte Werk das Werk eines einzigen Gottes ist. Das Werk eines Geistes, zweifelsohne. Amen. Ja, in jedem Zeitalter trägt Gott einen neuen Namen an und tut neues Werk. Das ist ein Geheimnis. Ja, das ist wirklich neu. Ja. Jetzt versteht ihr doch. Der allmächtige Gott und der Herr Jesus sind ein Gott. Beide sind Gottes Geist, begleitet mit anderem Fleisch, um zu wirken. Der Geist des Herrn Jesus ist der allmächtige Gott von heute. Ihr Leib ist anders, doch der Geist ist derselbe. Sie sind derselbe Gott. Gottes Werk zur Errettung der Menschheit besteht aus drei Schritten. Jehova erließ im Zeitalter des Gesetzes das Gesetz, um die Leben der Menschen zu leiten. Der Herr Jesus wurde im Zeitalter der Gnade für unsere Sünden gekreuzigt. Der Geist des Herrn Jesus war damals Jahwe. Der Herr Jesus war Gott im Fleisch, der kam, um sein Werk zu tun. Sind Jahwe und Jesus denn nicht derselbe Gott? Doch. Ist das Annehmen des Herrn Jesus ein Verrat an Jahwe? Nein, nein. Nein. Wir können sicher sein, dass in den Zeitaltern des Gesetzes und der Gnade derselbe Gott wirkte. In den letzten Tagen kommt der Herr Jesus wieder. Dies ist der Gott der Wahrheit, der wirkt, um uns in alle Wahrheiten zu führen. Jetzt ist der allmächtige Gott hier. Er tat Millionen Worte der Wahrheit kund und vollbringt sein Werk des Gerichts. Der allmächtige Gott ist die Erscheinung des Gottes der Wahrheit. Amen. Amen. Sind er und der Herr Jesus demnach nicht eins? Ja. 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 Ist der Glaube an den allmächtigen Gott Verrat am Herrn Jesus? Nein. Nein. Im Zeitalter des Gesetzes, der Gnade und jetzt des Königreichs war immer nur ein Gott am Werk. Jehova, Jesus und der allmächtige Gott sind alle ein Gott. Sein Name hat sich geändert, doch sein Geist bleibt gleich.
Wenn wir an den allmächtigen Gott glauben, heißen wir den Herrn Jesus willkommen. Nehmen wir ihn jedoch nicht an, ist das Verrat am Herrn Jesus. Ja. Ja, jetzt verstehe ich es. Jehova selbst wurde als der Herr Jesus Flasch. Jetzt ist der Herr zurück und heißt nun allmächtiger Gott. Aber es ist derselbe Gott? Ja. Ja. Es hat sich gezeigt, dass er der wiedergekehrte Herr Jesus ist. Er ist es. Ja. Ja. Und wir hatten Angst, das Falsche zu glauben. Wie töricht von uns. Ja. Würden wir ihn ablehnen und als Katholiken warten und ein Leben lang die Bibel lesen, würde uns der Herr am Ende alle verstoßen. Ja. Nehmen wir den allmächtigen Gott an. Ja, ich nehme ihn auf jeden Fall. Ich auch.